Heute gibt es wieder ein entspanntes Einschlummern. Hier ist euer Lieblingspodcast. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist Ab ins Bett mit der neuesten Ausgabe. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in diesen Abend starten. Seid ihr bereit, ins Bett zu gehen am Sonntagabend? Bereit für die neue Woche? Dann kommt jetzt Episode 136, aber erst natürlich, wenn wir uns gereckt und gestreckt haben. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an, haltet das ein bisschen und plumpst dann ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im ganzen Bett gibt. Hier ist die Gute-Nacht-Geschichte für diesen Sonntagabend. Jana und der gute Wille. Jana ist heute unsere Titelheldin. Sie ist ein ganz normales Mädchen. Irgendwann erkannte sie, dass sich die Dinge immer zum Guten wenden. Sie musste nur fest genug daran glauben. Jana war 7 Jahre alt und sie wusste auch, dass es immer mal wieder Rückschläge geben kann, dass es Tage gibt, Situationen und Momente, an denen es auch Jana schwerfiel, immer an das Gute zu glauben. Zum Beispiel der Tag ihrer Einschulung. Das war ein Tag, auf den sie sich lange gefreut hatte. Und als der Tag damals endlich kam, im vergangenen Jahr, war sie so stolz darauf, endlich eine Erstklässlerin zu sein, mit einer Schultüte und mit einem eigenen Schulranzen. Aber dann passierte es. Die Lehrerin, Frau Schmidt, rief alle Schüler auf. Jedes Kind ging ganz stolz nach vorne. Den Schulranzen durften sie bei den Eltern lassen. Die Schultüte hatten sie fest im Arm. Nach und nach wurden alle Kinder aufgerufen, außer ein Mädchen, außer Jana. Die Lehrerin hat Jana einfach vergessen, ohne böse Absicht und ohne schlechten Willen. Jana war es trotzdem noch schrecklich peinlich, denn Jana war das einzige Mädchen, das mit ihrer Schultüte noch bei den Eltern stand. Janas Mama reagierte schnell, ging zur Lehrerin hin und dann fiel auch der Frau Schmidt auf, dass Jana fehlte. Rasch rief sie den Namen auf und Jana rannte hinterher. Nun war die Klasse 1a vollständig. Auch wenn sich Jana in diesem Moment nicht gut gefühlt hatte, war sie sich sicher, dass sie gerne zur Schule geht und dass sie gerne etwas lernen möchte, denn sie hat einen großen Plan. 7 Jahre war sie alt und sie wusste, mit 27 Jahren, da wird sie ihr großes Ziel nicht mehr nur vor Augen haben, in spätestens 20 Jahren, da wird sie ihr Ziel erreicht haben. Und sie weiß auch, dass man viel schneller ans Ziel kommt, wenn man aufsteht und dem Ziel entgegenläuft. Ich kann doch nicht zu Hause sitzen und einfach warten, bis alles zu mir kommt, sagte Jana. Und davon war sie überzeugt. Außerdem war sie auch überzeugt, dass sie nur Dinge tun möchte, die sie gerne macht und die gut sind. Gut für sie und auch gut für die Welt. Ja, Jana war 7 Jahre alt und Jana war ein tolles Mädchen. Immer Schritt für Schritt ging sie, bis sie irgendwann ihr Ziel erreichte. In diesem Jahr hat sie ein ganz spezielles Ziel. Und darauf war sie besonders stolz und sie wusste, dass sie im Jahr 2021 dieses Ziel erreichen will. Sie weiß ja auch, was sie in 20 Jahren erreichen will. Daher war auch klar, dass sie sich auch für dieses Jahr ein großes Ziel vorgenommen hat. Dieses Jahr möchte sie endlich schwimmen lernen. Ja, Jana kann nämlich nicht schwimmen. Eigentlich sollte sie schon vor 3 Jahren ihr Schwimmabzeichen machen, damals im Urlaub mit Mama und Papa. Dann ist allerdings nur Mama mit in den Urlaub gefahren. Vor 2 Jahren wollte sie das Schwimmabzeichen machen, doch im letzten Moment hatte sie dann kein gutes Gefühl und deswegen hat sie da nicht mitgemacht.
Und letztes Jahr war das gute Gefühl wieder da, aber die Schwimmbäder waren zu. Und Jana weiß, obwohl sie 7 Jahre alt war, dass nicht alle Tage immer gut sind. Aber sie weiß, wenn sie fest genug an das Gute glaubt, dann werden sich auch alle Dinge zum Guten wenden. Und heute ist so ein Tag. Heute weiß sie, im Jahr 2021 werde ich mein Schwimmabzeichen machen. Ich werde schwimmen lernen. Da war sich Jana sicher. Und was bei Jana zählt, das ist der gute Wille. Denn Jana weiß genau wie ihr. Jeder Wunsch kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz stark dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träumt was Schönes. Macht's wie Jana, glaubt an das Gute. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Schön, dass es dich gibt.